Wenn Leute zu mir kommen, das Erste, was sie immer fragen, ist eigentlich, was ist Entrepreneurship? Wo kommst du her? Ich bin Mia Kauen vom Entrepreneurship Center der Ostfalia am Standort Wolfenbüttel und ich bin hier bei der Meet-Ad-Messe. Leute kommen zu mir, fragen erstmal, was ist das überhaupt, was machst du hier? Und ich muss das erstmal alles erklären. Ich bin die erste Anlaufstelle für Besucher der Messen, die sich für Entrepreneurship oder halt die Selbstständigkeit interessieren. Was ist Entrepreneurship? Wo kommst du her? Ich verstehe nicht. Was machst du denn hier? Gehörst du überhaupt zur Ostfalia? Ist das eine Dienstleistung, wofür man Geld dafür ausgeben muss? Und dann werde ich mit den Leuten quatschen, sagen, wer wir sind, was wir halt vorhaben, was unsere Dienstleistungen sind, was für Coaches wir haben. Und das würde man halt von mir erfahren. Der Sinn für uns ist, die Leute zu erreichen, die wir sonst nicht erreichen würden. Das heißt halt, dass die vielleicht nicht auf unsere Webseite gehen oder bis jetzt keine von unseren Flyer hier am Campus gesehen haben. Und weil die sowieso auf dieser Messe sind, um sich zu erkundigen, was für offene Stellen es gibt, was für Möglichkeiten man nach dem Studium hat, sind wir halt da, um zu zeigen, hey, man muss nicht unbedingt als Angestellte arbeiten und dass es halt eine Möglichkeit wäre, auch sich selbstständig zu machen. Wenn jemand zu mir am Stand kommt, dann gebe ich denen zuerst normalerweise unser Flyer, wo drin steht unsere Dienstleistungen. Und dann noch dazu gebe ich denen ganz oft unser Report, das ist vom letzten Jahr. Das ist eine Zusammenfassung von den Gründern, die wir betreut haben im letzten Jahr. Wenn jemand halt zu mir kommen würde und die sagen, ich interessiere mich für die Selbstständigkeit, aber habe noch keine Idee, dann sage ich denen zurück, man sollte sich für unser Spring School Summer School anmelden, weil man vor Ort das Basiswissen erhalten kann über Existenzgründung, Entrepreneurship, Rechtswissen und so weiter, Corporate Design, das gehört auch noch dazu. Aber die müssen dafür keine Idee haben. Aber das Wissen, was die dann vor Ort lernen werden, können die später verwenden, wenn die endlich mal die Idee haben. Und ich bin diejenige, mit denen man quatschen soll. Ihr könnt jederzeit zu mir kommen und ich informiere die Studierenden, Alumni, Mitarbeiter, Professoren über unsere Dienstleistungen. Die Person kommt zu mir und die sagen, ich habe eine Idee, ich bin so weit, ich brauche unbedingt Unterstützung. Was machen wir denn jetzt weiter? Ich sage, das ist schön, dass du dich dafür interessierst. Ich brauche unbedingt deine Kontaktdaten, damit ich davon berichten kann während unseres Team-Meetings. Dann können die Coaches untereinander entscheiden, wer das gerne übernehmen möchte. Und dann wird der Coach oder die Coach sich bei dieser Person halt melden. Und so geht das dann halt weiter. Man findet heraus, auf welcher Messe wir sind, auf unserer Webseite www.lieber-gründen.de.